Also sehen wir uns mal an, nach diesen verschiedenen Branching-Strategien, die wir bereits gesehen haben, wie kommen wir jetzt zu einem Release oder wie machen wir in diesem Sinne eine Release-Planung? Und warum in diesem Falle, wo der Termin fix ist, nämlich das geplante Release, hier durch eine strichlierte Linie gekennzeichnet, wenn dieser Termin fix ist, warum es eine sehr gute Idee ist, eine Feature-Branch-Strategie zu fahren? Also wir haben hier wieder den Integration Branch, der jetzt nicht mehr Master Branch heißt, sondern eben Integration Branch. Und wir haben hier verschiedene Features. Gut, das hatten wir ja schon. Die werden parallel oder sequenziell entwickelt, je nachdem. Das ist so die klassische Strategie vom oder der Prozess und der Ablauf, das Schema sozusagen vom Feature Branching, wo wir eben auch gesprochen haben, dass wir vom Integration Branch immer wieder in den Feature Branch mergen können, in die andere Richtung, allerdings nur, wenn dieser wirklich, wirklich fertig ist. Also wenn Feature 3 fertig ist. So, wenn die rote Linie sozusagen der geplante Release-Zeitpunkt ist, dann könnte man jetzt sagen, okay, passt, Feature 1, Feature 2 und Feature 3 sind fertig und dürfen demnach auch released werden. Das heißt, sie kommen pünktlich ins Release. Soweit so gut, und wenn das mit dem Testen und mit der Abhängigkeitenreduktion sehr gut passt und funktioniert, dann passt das auch, wenn der Anteil der automatisierten Unit, also der automatisierten Tests, der Unit-Tests sehr hoch ist, dann passt das auch. Im Sinne von, oder kurz gesagt, das passt nur dann, wenn wir eine sehr hohe Codequalität haben und die im Entwicklungsprozess auch sichergestellt haben. Okay, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn wir hier weiter ein neues Feature haben, das zudem entsprechenden geplanten Release-Zeitpunkt nicht fertig ist? Na, kein Problem, dann kommt es einfach nicht. Wir erinnern uns, der braune Bereich, der Integration Branch, das ist der Branch, der released wird, also von dem ein Release weggebranched wird. Ein neuer Entwicklungszweig für dieses Release erstellt wird. So, nachdem der grüne nie den braunen überschnitten hat sozusagen oder wieder hineingekommen ist, passt das auch. Das heißt, das grüne Feature ist nicht fertig zum Zeitpunkt des Releases, das macht aber nichts, weil es sein eigener Entwicklungszweig ist und daher ohnehin nicht kommt. Es wird erst später wieder in den Integration Branch gemerged für die nächste Version, dann kommt halt später das Feature. Was man hier auch besonders gut sieht, ist, dass es gut ist, einen Release Branch trotzdem auch zu machen. Weil, wie gesagt, das grüne Feature wäre dann im Integration Branch drinnen und wenn wir einen Hotfix machen wollen ohne das grüne Feature, wäre schlecht. Okay, das zu dieser Exkursion. Was ist jetzt wichtig bezüglich, oder warum ist das gut, aber noch nicht perfekt, außer man hat eine sehr hohe Codequalität, das heißt sehr hohe Testautomatisierung etc. Und sehr wenige Bugs im Release. Aber das weiß man normalerweise eh im Team, wie es hier aussieht. Wenn das nicht perfekt ist, dann wäre meine Empfehlung, man zieht eine interne Deadline ein. Eine interne Feature Deadline. Und diese interne Feature Deadline sagt schlussendlich nur Folgendes aus. Was zu dieser Deadline nicht fertig ist, kommt nicht ins Release. Das heißt, in diesem Fall würde nicht nur das Grüne nicht kommen, sondern es dürfte auch das Blaue nicht kommen. Das Blaue dürfte in diesem Fall auch nicht hineingemerged werden, nicht vorm Release. In der Praxis würde es sogar so weit gehen, dass tendenziell, je nach Team und je nach Organisation etc., aber am Blauen, zu dem Zeitpunkt, wo die interne Feature Deadline erreicht worden ist oder klar ist, dass das blaue Feature nicht mehr fertig wird, gar nicht mehr weiterentwickelt wird, sondern dieser gelbe Bereich ist Test- und Bugfix-Zeit. Das ist die Zeit, wo Qualität entsteht, wo sichergestellt wird, dass nicht das eine Feature etwas anderes kaputt gemacht hat, wo nochmal Systemtests gemacht werden, etc. etc. Also das ist die Zeit, die sicherstellt, dass wir eine hohe Codequalität haben. Natürlich möchten wir diese Zeit möglichst gering haben, da gibt es dann auch Varianten und Tools. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, um die Codequalität hochzuhalten. Aber wichtig ist, bei dieser Strategie oder wenn man ein noch jüngeres Team hat, das noch nicht so weit ist, eine super hohe Qualität zu liefern bei jeder Version, dann wäre das eine Empfehlung von mir, wo man sagt, okay, es gibt einen Integration Branch, es gibt einzelne Feature Branches, es gibt eine Deadline zum geplanten Zeitpunkt des Releases und es gibt eine interne Feature Deadline. Die interne Feature Deadline ist hart.
Die darf auch nicht verschoben werden. Da dürfen wir auch keine Ausnahme machen. Da darf nicht der Big Boss kommen und sagen, ja, aber trotzdem, das muss noch sein. Dieser Prozess muss respektiert sein, dann funktioniert es. Wie breit dieser Bereich ist, das hängt natürlich von der Durchlaufzeit zwischen Release zu Release ab und von vielen Faktoren. Von der Organisation, von den Teams, von der, wie viel Code wurde geändert, wie viele, was ist in einem Release alles drinnen, etc. Wie komplex ist das und und. Aber die Grundstruktur ist das gleiche. Manche Werte sind variabel und anzupassen für den eigenen Prozess, aber diese Release-Planung funktioniert sehr gut, wenn man sich auch dran hält. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.